oder? Müssen wir nicht eigentlich die andere Richtung weiterlaufen? Aber sie hat ja gesagt, wir sollen uns das angucken. On holiday. Wait, das geht wirklich? Oh, ich freue mich auch heute Abend so doll drauf. Heute Abend kann ich auch wieder Scotty gucken. Ich gucke das so gerne bei anderen Leuten und schaue, wie die... Ne, warte mal. Hey, jetzt bin ich ja wieder beim Hotel. Hä? Muss ich in die andere Richtung laufen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wie laufe ich denn jetzt immer zurück? Hä? Habe ich gerade einen Denkfehler? Ne, ich freue mich heute Abend richtig doll auf Scotty. Ich gucke so unfassbar gerne Lies of P bei anderen Leuten. Auch bei Clumsy Queen zum Beispiel gucke ich sehr gerne rein. Einfach um so ein bisschen zu sehen, wie die das tatsächlich so meistern. Ne, hä? Da ist doch der andere Stargazer. Ich muss, glaube ich... vom Hotel Stargazer die andere Treppe rausgehen. Da, wo ich am Anfang an der Tür lügen musste und gesagt habe, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Da muss ich, glaube ich, dann reingehen. Also hier hinter mir lang. Hier muss ich raus. Der Bahnhof ist eine Gefahrenzone und wurde abgeriegelt. Aber hat die nicht gesagt, ich soll mir das angucken? Verwirrt. Du kannst jetzt nicht hierher gehen. Okay. Crazy! Mit der hätte ich eigentlich auch nochmal sprechen sollen, da, ne? Der anderen Troller. Oder muss ich jetzt hier lang gehen? Aber hier ist doch eigentlich Ende, oder nicht? Oder komme ich hier unterirdisch? Unter der Map entlang? Und dann irgendwo am Bahnhof raus? Okay. Säure kann das da... Das sieht hier so spinnig aus. Die sind übel stark, finde ich. Die weißen hier, diese von I Am Robot. Die finde ich tatsächlich echt stark. Die sind zwar langsam. Aber stark. Och nee, so ein Flamengo-Tänzer. So eine alte Ziege. Ich meine, ich kann es mir leicht machen. Ich kann die von oben einfach beschmeißen. Die hat mich schon gesehen. Alter Schwede, ist die gierig. Warte, sind das da gerade zwei? Nee, das war nur die. 21 Sägeblatt vielleicht noch? Nee,
kannst ja doch echt schlecht werfen, ne? Eigentlich müssten wir die ein bisschen locken. Es war so klar wie Kloßbrühe, war es klar, Klosibrühe. Vor allem heilt die sich dadurch jetzt? Maybe? Aber B, wirst du es jetzt gar nicht weiterspielen? Lies of P? Ich komme halt hier nicht weg. Cool, hat ja alles umsonst geschmissen. Ich kam da nicht weg. Ich bin gerollt und kam nicht weg. Oh, die hatte nicht mehr so viel. Oh, wie ärgerlich. Oh, das ärgert mich ja jetzt schon wieder. So eine blinde Ziege. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ja, da kommen bestimmt noch mehr von denen, ne? Wenn ich jetzt schon alles schmeiße, dann... ist das ein bisschen shit. This is crazy. Here's my number. So call me maybe. In that it did it. Here's my number. So come, maybe. Schon wieder ein Ohr. Leck mich doch. Die kommt eigentlich auch nur bis da. Dann geht sie immer zurück, wenn sie einen nicht sieht. Oha. Voll den krassen Move gemacht gerade. Ey, ist es wirklich so, dass die Ecke da einfach unfassbar dumm ist? Und Phil! Ich schaue schon die ganze Zeit zu, ohne Lurk zu schreien. Ist ja nicht schlimm. Ist ja alles gut. Macht euch doch nicht verrückt. Yeah.
die jetzt nicht getroffen? Ey, ganz ehrlich, ich kämpf lieber. Ich habe ein neues Headset. Sehr gut. Jetzt kannst du uns also wieder gut hören. Da muss ich sagen, bin ich echt erstaunt, dass mein Headset schon so unfassbar lange hält. Ich habe ja so ein relativ günstiges, sage ich jetzt mal. Und das ist schon eigentlich gar nicht so nett. Aber ich bin doch schnell im Lurk. Dankeschön, ihr Lieben, für den Lurk-Support. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und gerade auch fürs Sammeln der Community-Kanalpunkte ist es sehr wichtig. Okay, also bei der könnten wir theoretisch unten durchrennen wahrscheinlich, falls wir jetzt nochmal sterben sollten. Die sehen so ein bisschen matt hier manchmal aus, ne? Da siehst du, das ist nur so eine PNG oder so. Alarm! Alarm! Die können die echt nicht leiden, wa? Ich sag ja, das wird mehr und mehr wie so ein Horror-Game, ey. Sind wir jetzt oben. Ausgefranstes Notizbuch. Ein abgenutztes Tagebuch mit Blutflecken. Auf der Hülle sind goldene Flügel aufgezeichnet. Ich bedauere die Zerstörung der Heilungsstatue nicht. Ich wollte verhindern, dass sie für die Menschen benutzt wird. Natürlich werden sie einen anderen Weg finden, aber zumindest werden die, die entkommen sind, Freiheit finden. Wenn ich etwas bedauere, dann nur eins. Gott, rette dieses Kind. Ich kam von jenseits des großen Ozeans, von der anderen Seite des Ozeans. Ist es Eugene oder was? Ich war Eugene, kommt doch auch vom... Oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Dass Eugene doch vielleicht auch eine ist, die von da irgendwo herkommt? Sind wir schon wieder in so einer Kanalisation? Das ist der Bahnhof. Das ist eine andere Bahnhofsstation, glaube ich. Kommt hier irgendwas aus dem Wasser? Ist das scheiße? Verfall. Deine Mutter! Das ist nicht belohnend, wie wir ja schon darüber gesprochen haben.
Man rennt dahin für einen fucking Sägeblatt. Was sind das? 470 Ergos. Das ist nichts. Nada. Niente. Nothing. Ah, da sind wieder so eine Doggos. Das ist echt ein anderer Teil vom Bahnhof, wa? Bahnhof von Krat. Aber wie sind wir denn jetzt? Sind wir in den Kreis gelaufen? Sind wir jetzt, wir sind ja auf einem anderen Bahngleis jetzt rausgekommen, oder? Oder ist das sogar unser Zugabteil, wo wir wach geworden sind? Blutiger Brief. Zugfahrkarten nach St. Marien. Wegen der Blutflecken ist der Text schwer zu lesen. Alter, die lachen da drüben. Habt ihr das gehört, wie die gelacht haben? Laufen draußen. Hallo? Alter, diese Soundkulisse. Das macht mir echt zu schaffen. Das ist super gruselig gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die Sachen mit Headset hört, aber hört euch die Sachen mit Headset an. An ergo amplification effect coming from Krat Central Station. Wie kann Sophia jetzt mit mir reden? I wonder if the alchemist is plotting something again. Die bösen Alchemisten. Oh. Ein Stargazer. Ja, 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 Stargazer. Wo sind wir denn jetzt? Ah, Podest am Hauptbahnhof von Krat. Da jetzt halt den Grappling Hook, der wäre halt nice. Die werden hier jetzt alle runterfallen. Aber hier ist eine Tür. Da können wir uns später so einen schnelleren Gang aufmachen. Okay, die snacken mich zweimal. Aua! Hallöchen, ihr lieben Raiders! Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt kein Lies of P gespielt. Einen wunderschönen Hallöchen, Pupöchen. Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo, ihr lieben Raider. Was habt ihr Schönes gemacht?
Warte mal, ist einer der Mods da? Sonst mache ich mal einen Shoutout. ATK. Guck da gerne mal rein. Lass da gerne auch mal einen Follow da. Und ihr habt Project Zomboid gespielt. Ah, dann kann ich ja unberuhigt... Nee, beruhigt kann ich ja einfach Lies of P weiterspielen. Aber Project Zomboid ist auch geil. Hast du von dem neuen Game gehört? Von Human Needs oder wie das heißt? Das ist ja schon ein bisschen ähnlich wie Project Zomboid. Nur, dass es noch ein bisschen realistischer aussieht. Wäre vielleicht auch was Geiles für dich. Wir sind gerade in Lies of P unterwegs. Wir sind jetzt gerade schon in einem etwas vorangeschrittenen Kapitel. Wir sind der wunderschöne Pinocchio. Und das ganze Spiel basiert auf Lügen. Und wir versuchen, ein wahrhaft echter Junge zu werden. Nee, eigentlich sieht es so aus, dass es hier bei den Menschen eine Krankheit gibt. Und die ganzen Puppen, die ja eigentlich zur Unterstützung der Menschen da sind, die sind halt ein bisschen verrückt und wahnsinnig geworden. Und man muss jetzt halt dem Grund auf die Spur gehen. Das ist ähnlich so wie andere Souls-like Games. Man hat halt Bosse, die man bekämpfen muss. Man hat verschiedene Waffen, die man spielen kann. Und ja, macht super viel Spaß. Kann ich guten Herzens empfehlen. Humanoids, genau. Ist noch im Early Access. Denke, ein bisschen braucht noch an Reife. Aber es sieht auf jeden Fall auch schon gut aus. Ich finde halt Project Zomboid und Humanoids ist 1:1 dasselbe. Also ich finde tatsächlich, Humanoids sieht aus wie ein DLC, um es halt einfach für Project Zomboid schöner zu machen. Und das finde ich manchmal bei Games so ein bisschen schade. Wir hatten jetzt die letzten Tage immer mal wieder so eine Diskussion darüber. Ich finde, das ist irgendwie so, wenn man sich halt gar nichts ausdenkt selber, ist es halt irgendwie schade. Wenn es halt auf dem Spiel basiert, was es halt schon gibt. Sind aber auch ganz andere Entwickler. Ja, aber für mich ist das tatsächlich ein bisschen wie abgeguckt. Also das gibt es ja zum Beispiel auch bei Raft. Da gibt es ja auch so ein Game. Wie hattet ihr gesagt? Nicht Outer Worlds. Irgend so ein anderes Game. Und da habt ihr mir das auch vorgeschlagen. Und das sah halt aus wie... Scheiße, jetzt hat das mich getroffen. Sah das so ein bisschen aus wie... Wie heißt denn diese anderen Survival Games? Wo du da auf dieser einsamen Insel bist und dann halt auch ein Boot bauen musst. Ich finde halt, wenn es Games gibt, die bestimmte Sachen halt einfach schon haben, die es in anderen Spielen gibt und das halt einfach nur... Also weil es sieht ja wirklich optisch fast gleich aus, außer dass es halt realistisch gemacht ist. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig bei manchen Spielen. Aber es das heißt ja nicht, dass es darum... schlechter ist oder so. Ich weiß gerade nicht, will ich da runter? Eigentlich will ich da nicht runter, oder? Da gibt es aber halt eine Truhe. Tja, hätte ich mal vorhin nicht so viel Scheiße verschmissen, wa? Vor allem, ich frage mich halt, wenn ich hier runtergehe, komme ich doch da... hier gar nicht mehr hoch. Dann muss ich ja runter, ne? Also dann habe ich keine andere Wahl mehr. So. Eine Thermite. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Wait, was? Wie kam der denn bitte hier hoch? Hey, Scheiße. Darfst du ja nicht vergessen, es trägt ja auch sehr viel dazu bei, dass sich ein Game oder ein Genre weiterentwickelt. Ne, es geht nicht ums Genre, es geht wirklich um das Spiel direkt. Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, sonst gäbe es ja keinen Burger King. Oh, bist du McDonald's-Fan? Oh. Nee, aber ich finde halt, wenn ein Game halt fast genauso aussieht wie ein anderes Game, nur dass es halt so realistischer gemacht ist, dann finde ich das schwierig. Es wurde zum Beispiel auch gegenübergestellt bei uns in der Diskussion, Grounded und Smallland. Ich finde, das sind für mich zwei unterschiedliche Games.
Aber wenn ich jetzt Humanoids und Project Zomboid gegenüberstelle, finde ich, sind das schon zwei ähnliche Sachen. Also sehr, sehr ähnliche Sachen. Nee, der kommt halt hier nicht her, richtig, ne? Hier unten kriegt das ein bisschen Damage. Sogar relativ viel Damage. Alter, diese Pflanze, dass die hier wiederkommt, das ist ja richtig eklig. Okay, gut. Scheiße. Battle Royale sind ja auch alle fast dasselbe. Nee, ich glaube, du verstehst nicht, oder beziehungsweise ich drücke mich da nicht richtig aus. Also mir geht's nicht darum, dass Spiele vom Genre her gleich sind, ne? Weil sonst würde es kein Dark Souls geben, dann gäbe es kein Elden Ring. Mir geht's nicht um das Spielprinzip. Mir geht's prinzipiell wirklich um mehrere Faktoren, die halt einfach identisch in dem Spiel sind. Und wenn man Humanoids und Project Zomboid sich anguckt, dann ist das für mich eins und eins dasselbe, nur dass Humanoids realistischer aussieht. Sonst ist es die gleiche Optik, die gleiche Story, die gleichen Sachen, die man da machen kann, das gleiche Leveling. Das ist für mich halt alles identisch. Und das finde ich halt schade. Und dann ist halt Project Zomboid wird so übelst in den Schatten gestellt, weil Leute, die halt realistischere Games mehr feiern, spielen dann halt eher Humanoids. Und das wird dann halt weiter zelebriert. Da gibt es halt auch ein gutes Beispiel von Raft. Von Raft kennt ja jeder, ne? Hat halt so einen Comic-Stil. Und das hat jemand identisch, wirklich genau dasselbe Spielprinzip, wirklich genau dasselbe, hat jemand nochmal gemacht, aber halt realistisch. Und das wurde, glaube ich, eingestellt von Steam, weil das halt auch in einer gewissen Art und Weise ist das halt auch einfach Diebstahl für dich. Ich meine, wenn ihr das anders seht, ist ja das völlig in Ordnung, aber ich finde, also gerade bei Humanoids und bei Project Zomboid merkt man das wieder extremst. Aber Project Zomboid ist doch total realistisch gemacht von den Mechaniken her. Ja, auch. Es geht da aber nicht darum, was man da macht, sondern wirklich im Vergleich zu dem anderen Spiel. Und dass halt Project Zomboid nicht so realistisch aussieht vom Auge her wie Humanoids. Es ist für mich aber eins zu eins dasselbe Spiel, nur halt auch hübscher gemacht. Und bei den Shootern zum Beispiel oder bei den Battle Royals oder so, das ist halt einfach ein Genre. Da könnte man auch sagen, oh, jedes MMORPG oder jedes RPG ist ja gleich. Ja, klar, irgendwo schon, weil du hast halt irgendwie eine Quest, die du machen musst, du musst mit Leuten reden und so, darum geht's ja gar nicht. Aber wenn zum Beispiel Minecraft, ist ja auch sowas, ne? Hat halt diese prägnante Optik, genau dieses Design. Wenn du Minecraft nehmen würdest und würdest dem einfach nur dank irgendwelchen Mods einen realistischen Touch verleihen und dann sehen die Bäume halt nicht so pixelig aus, aber trotzdem kannst du halt genau das machen, was du in Minecraft machst, ist es für mich immer noch Minecraft. Und dann ist es für mich geklaut.
Wisst ihr, wie ich das meine? Also ist das eher verständlicher? Und Zero Side sagt zum Beispiel, ich finde ja auch Dunlop und Michelin machen Reifen, die sich schon sehr ähnlich sind. Aber Spaß beiseite, da kannst du selber Argument ja zu vielen Souls bringen. Teilweise sehen die sich aber Ableger auch extremst ähnlich. Ja, sehen die sich so ähnlich? Weiß ich nicht. Also jetzt bei den Dark Souls Sachen, das ist ja halt so eine ganze Reihe. Da ist klar, dass sich das schon irgendwie ähnlich ansieht oder aussieht oder dass das halt von den gleichen Machern ist. Aber zum Beispiel Bloodborne hat ja auch einen ganz eigenen Charme. Elden Ring hat auch einen ganz eigenen Charme und halt auch die Story ist ja ganz anders drumherum. Aber ich finde, bei Project Zomboid ist es halt so, du bist alleine, du musst gegen Zombies kämpfen, du hast genau diese Ansicht und musst versuchen zu überleben. Humanoids ist genau dasselbe. Du bist alleine, du hast Zombies, du hast genau diese Ansicht, nur mit dem Fakt, dass es realistischer. Ich verstehe sie schon, aber das ist ja grafisch. Ich sehe das eher wie alte Filme, die neu verfilmt werden. Aber es ist halt einfach schade für das originale Spiel, muss man halt leider sagen. Weil es ist, wie du schon sagst, grafisch halt einfach eine Verbesserung, was aber ja Project Zomboid nichts bringt. Also theoretisch hätte Project Zomboid, wenn die schlau gewesen sind, sich halt irgendwie eine Mod oder so erstellt oder ein DLC gemacht. Jetzt realistisch. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so schade für das Unternehmen dann einfach. Finde ich. Darum geht's mir halt. Demon's Souls und Dark Souls, Nioh und Sekiro. Ja, aber ist das nicht alles von den gleichen? Nee, also, da gehe ich gar nicht mit dir einher. Also, ich finde, Sekiro hat doch ein ganz anderes, das ist doch ein ganz anderes Zeitfenster. Also, das spielt doch einfach so in so einem asiatischen Bereich. Auch wie Wolong. Das ist doch, das kannst du doch nicht mit Dark Souls vergleichen. Durch Humanoids gibt es doch durch die Grafik auch neuen Charme. Und hey, immerhin, man hat kann die Kamera drehen. Ja, okay, dann ist es vielleicht, sah es nur im Trailer vielleicht so krass ähnlich aus, dass ich dachte, dass das vielleicht sehr krass gleich war. Aber es war halt so mein erster Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe und dachte mir so, okay, da will halt jemand einfach Project Zomboid krass nachmachen. Ah, okay. Nioh und Sekiro sind beide Souls-Spiele und spielen beide im Asiatischen. Okay, das wusste ich nicht. Also dieses Nioh kenne ich gar nicht. Und wir haben vorhin schon über Sekiro gesprochen. Das ist leider was mich nicht so optisch anspricht. Weil ich halt nicht so der asiatische Fan bin. Das heißt, ich bin nicht so der Fan. Aber ich spiele dann halt eher lieber einen Dark Souls oder einen Bloodborne oder sowas. Eigentlich immer gut. Können wir den hier auch so rauspellen? Yes, we can. Okay, aber für da unten muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hole mir da... Boah, die liegen genau bei dem Wichser da. Schaffe ich das, die Leiter schnell genug hochzuklettern? Ich glaube, ich muss mir erst Wurfsachen kaufen. Es tut mir wirklich leid, aber ich komme sonst hier nicht weiter. Es ist fast 1:1. Da hast du schon recht. Ja, ich will mich ja auch gar nicht mit euch streiten. Das ist eure Empfindung, das ist meine Empfindung. Jeder hat da so seine Meinung dazu. Vielleicht habe ich mir auch einfach nicht richtig ausgedrückt bei den Sachen, die ich euch da als Beispiel erklären wollte. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn man nebenbei noch ein Spiel daddelt. Aber... ja, weiß ich nicht. Vielleicht drehen wir uns auch einfach im Kreise. Mal am Rande, ich liebe die ehrlich offene Diskussion gerade und muss gleich los, verdammt! Ja, alles gut, RTK. Ihr seid hier immer herzlichst eingeladen, vorbeizuschauen und gerade so diese Diskussion finde ich immer ganz angenehm, gerade wenn man auch mehrere verschiedene Meinungen zu so einer Thematik hört. Aber klar, ne, gerade so bei den Spielen, niemand hat da irgendwie das Rad entdeckt, außer vielleicht... die damals vor DayZ. Wie hießen das damals? Diese ersten Anfänge zu Battle Royale Games, woraus unfassbar viele Spiele entstanden sind.
Aber ich, ja, ich finde es halt auch nicht schlecht, wenn man sich Sachen aus Spiele so abguckt, ne? Aber wenn es halt wirklich eins zu eins dasselbe ist, dann tut es mir halt einfach so unfassbar leid für die Entwickler auch. Weil die geben sich ja halt auch Mühe mit ihren Sachen so. Weil stellt euch mal vor, jemand würde jetzt die Idee hier von Pinocchio klauen, von diesem Spiel, und würde es halt auch machen, nur dass er das jetzt einfach, keine Ahnung, in einem asiatischen Bereich laufen lässt oder so. Wow, 150. Können wir uns dafür überhaupt irgendwas kaufen? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht kann ich was verkaufen. Wir haben Sex. Ah!